Ja, liebe Freundinnen und Freunde, es ist gute Tradition, dass wir zu unseren Parteitagen Gastrednerinnen und Gastredner aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen einladen. Es geht dabei immer auch darum, dass wir unsere eigenen Ideen auf den Prüfstand stellen, aber auch die gesellschaftlichen Vorstellungen derjenigen, die wir Einladungen kritisch hinterfragen. Es geht dabei nie um kritiklose Zusammenarbeit, sondern logischerweise qua Definition immer um einen kritischen Dialog. Ich erinnere mal daran, das wissen viele vielleicht heute gar nicht mehr, 2013 hatten wir mal Sigmar Gabriel hier zu Gast. Und wenn ich mir jetzt mal anschaue, was der Sigi da seither so von sich gegeben hat, weiß ich nicht, ob der Jubel immer noch so groß ausgefallen wäre im Nachhinein. Für die heutige Debatte geht es um unser Kernanliegen. Das Thema, warum wir überhaupt heute hier sind. Warum sich die Partei überhaupt damals 1979 oder 1980 in Karlsruhe gegründet hat. Nämlich das Thema Ökologie und Nachhaltigkeit. Und dazu haben wir uns der Chefs eines der größten Automobilkonzernes der Welt, aber auch Deutschlands, eingeladen. Die Daimler AG hat weltweit sage und schreibe 280.000 Mitarbeiter, alleine in der Bundesrepublik Deutschland 170.000 Mitarbeiter. Damit ist der Konzern einer der größten Arbeitgeber in der Republik. Uns bei Bündnis 90 Die Grünen treibt die Frage um: Ist die Daimler AG vor allem Teil des Problems oder kann und will sie auch Teil der Lösung sein? Denn das brauchen wir ja, liebe Freundinnen und Freunde, sonst werden wir das nicht schaffen mit dem Kampf gegen den Klimawandel. Ich saß vorher bei meinem Kreisverband hinten bei Stuttgart. In Stuttgart gibt es das Neckartor. Das Neckartor hat es zu trauriger Berühmtheit geschafft. Das ist nämlich der Platz in ganz Europa, und darauf sind wir sicherlich nicht stolz, der die höchste Feinstaubbelastung hat. In dieser Stadt, in Stuttgart, sitzt auch der Konzern, über den wir reden. Unsere Frage ist, müssen wir uns denn wirklich entscheiden zwischen den Bewohnern des Neckartors und den Jobs? Geht denn nicht beides? Haben wir nicht die Intelligenz, dass wir das hinkriegen, dass die Leute im Neckartor künftig niedrige Tieffeinstaubwerte haben und die Jobs gesichert werden? Ich will jetzt keine Eulen nach Athen tragen, ihr wisst es, wir haben eine kritische Haltung immer gehabt gegenüber Konzernen. Wir kritisieren die Praktiken der Steuervermeidung von manchen Konzernen, die nicht nur in Deutschland, sondern innerhalb der Europäischen Union dazu führen, dass es Milliarden kostet. Wir kritisieren das Interessengeflecht, da haben wir heute schon einiges drüber gehört, zwischen Staat und zwischen Konzernen, die aus unserer Sicht dazu führen, dass der Staat einerseits geschwächt wird, am Ende aber auch das, worauf Wirtschaft ja angewiesen ist, wenn es eine Marktwirtschaft sein soll, dass fairer Wettbewerb und das Gemeinwohl unter die Räder kommen können. Ich will aber auch sagen, es geht auch um die zivilgesellschaftliche Verantwortung. Und da machen wir es uns gar nicht einfach. Wie gehst du um mit einem Land wie Ungarn, wo der Staat mittlerweile ja frei gewählt sich umwandelt in eine autoritäre Herrschaft, die Pressefreiheit, die Unabhängigkeit von Gerichten und so weiter alles mal in die Tonne tritt? Brüssel macht da nichts mehr, kann ja wohl auch nicht viel machen. Der Nationalstaat auch nicht. Mich interessiert auch die Frage, gibt es da vielleicht eine Rolle für Konzerne? Können die da was machen? Ohne dass ich sagen will, dass der Staat das jetzt auf die Konzerne schiebt und selber mal sich schön vornehm aus der Verantwortung stiehlt. Ich glaube, der Klimaschutz kann nur gelingen, wenn unsere Unternehmen sich so schnell wie möglich darauf einstellen, dass wir umsteuern müssen. Denn eins ist doch klar, je länger wir brauchen mit dem Umsteuern, umso drastischer müssen doch die Maßnahmen der Politik sein später. Also wer das nicht will, dass wir drastisch eingreifen, der muss doch jetzt anfangen, damit umzusteuern, liebe Freundinnen und Freunde. Diese Partei, Bündnis 90 der Grünen, steht da in bester Tradition der Ordnungspolitik. Wir wollen ambitionierte Ziele vorgeben, wir wollen Grenzwerte und wir wollen Leitplanken. Aber wir wissen natürlich auch, wir sind nicht eine Vereinigung von Ingenieuren. Wir werden nicht die Antriebsmethoden von morgen erfinden. Wir werden nicht die Fahrzeuge entwickeln, die morgen auf die Straße kommen. Darum braucht man da eine vernünftige Arbeitsteilung. Aber der Staat muss dann halt auch seinen Job erfüllen und wahrnehmen.
Er muss dafür sorgen, dass er Regeln setzt, die fairen Wettbewerb ermöglichen, die dafür sorgen, dass die Richtung für Investition und für Innovation vorgegeben wird. Und diese Richtung, ja, das wird kein Vertun geben, die kann bei dieser Partei Bündnis 90 Die Grünen ja wohl nur heißen, die Orientierung liegt im Klimaschutz, denn der ist nicht verhandelbar. Da gibt es, glaube ich, kein Vertun, liebe Freundinnen und Freunde. Wir haben ja alle gesehen und auch gelesen, welche Wellen es geschlagen hat, dass wir 2030 als das Jahr genannt haben, aus dem wir, ich finde, aus guten Gründen nicht mehr wollen, dass neue Autos mit Verbrennungsmotor zugelassen werden. Also, ich will mal sagen, der Austausch zwischen VDA und manchen Konzernen war jetzt nicht nur ein Austausch von Nettigkeiten, um es mal in aller gebotenen Zurückhaltung zu formulieren. Aber eins will ich jetzt doch mal sagen. Bisschen habe ich mich schon gewundert, dass man das nicht ein bisschen sportlicher genommen hat. Warum war denn die Reaktion nicht, okay, wir teilen das nicht? Aber wir werden euch zeigen, unsere Ingenieure sind nicht schlechter wie die Ingenieure von Tesla. Unsere Ingenieure in den Automobilkonzernen, die können es auch. Und wir wollen euch der Politik beweisen, dass wir das, was wir vielleicht in der Vergangenheit versäumt haben, bereit sind, jetzt vermehrt zu machen. Das wäre doch auch ein Zugang gewesen. Das wäre doch auch eine Reaktion gewesen, liebe Freundinnen und Freunde. Vielleicht brauchen wir da wieder alle Konzerne wie die Politik mehr Mut zu Visionen. Ich meine, das Projekt mit der Mondlandung, das ist doch nicht entstanden, weil man gesagt hat, ein bisschen hier, ein bisschen da, sondern weil man eine ehrgeizige Zielvorgabe, eine Vision hatte, Man to the Moon. Und es kann für uns auf diesem Planeten nur eine ehrgeizige Ansage geben. 2050 müssen die Emissionen hier genauso hoch sein wie in Bangladesch. Das geht nicht, wenn Bangladesch sie an uns anpasst, sondern wir müssen runter mit unseren. Das kann man nicht verhandeln, anders wird das Leben nicht zu sichern sein. Aber jetzt will ich auch mal mich an uns richten und mal sagen, also liebe Leute, ich habe ja das auch gelesen, was da bei uns zum Teil gesagt wurde über unseren Gast. Ist das nicht eigentlich ein Hammerkompliment für Bündnis 90 Die Grünen, dass einer der wichtigsten Konzernlenker der Bundesrepublik Deutschland sagt, wenn du über die Zukunft der Automobilindustrie reden willst, dann musst du nicht zu CDU, CSU gehen, dann musst du nicht zur SPD gehen, dann musst du nicht zur FDP gehen, sondern hier in diesem Saal wird diskutiert, wie es künftig weitergeht mit der Automobilindustrie. Hier wird die Zukunft der Republik entschieden, liebe Freundinnen und Freunde. Und das ist ein Kompliment für uns. Etwas mehr Rückgrat, etwas mehr Selbstbewusstsein. Wir haben doch mal gute Argumente. Warum sind wir nicht stolz drauf, dass wir gute Argumente haben? Warum haben wir Angst? Woher kommt diese Angst, liebe Freundinnen und Freunde? Angst ist kein guter Ratgeber. Mit Angst gewinnst du keine Wahlen. Mit Angst veränderst du die Republik nicht. Mit Angst organisierst du keine Mehrheiten. Mit Angst brauchst du Windeln. Ich brauche keine Windeln, sondern wir brauchen Rückgrat, liebe Freundinnen und Freunde. Und wir haben Rückgrat, liebe Freundinnen und Freunde. Sehr viel Rückgrat, das sehen wir doch hier. Danke. So. Wie kriege ich jetzt die Kurve hin zum Redner? Kleine rhetorische Herausforderung. Wir können jetzt also einfach den Gast ankündigen. Ich bin zwar hier der türkischstämmige, wie ihr wisst, aber im Gegensatz zu unserem Gastredner bin ich nicht in der Türkei geboren, und zwar in Istanbul. Liebe Freundinnen und Freunde, begrüßt bitte Herrn Zetsche hier als Gast bei Bündnis 90 Die Grünen. Lieber Herr Zetsche, seien Sie uns herzlich willkommen bei Bündnis 90 Die Grünen. Sie haben sich sicherlich etwas informiert über diese Partei. Das blieb ja jetzt nicht ganz aus in den letzten Tagen mit der Lektüre. Eins kann ich Ihnen schon mal mit auf den Weg geben. Das Thema Maut
Wie es der Bundesverkehrsminister diskutiert, das diskutieren wir bei uns hier nicht, sondern wir diskutieren die Zukunft der Automobilindustrie. Und da freuen wir uns, dass wir Sie heute als Gast haben. Bitte sehr. So, das haben wir jetzt gesehen. Herr Zetscher hat das Wort. Bitte sehr. Vielen Dank. Ich muss sagen, den meisten von Ihnen steht der Schnurrbart durchaus gut. Ich würde es mal mir durch den Kopf gehen lassen, ob es vielleicht eine Dauerbekleidung werden könnte. So, vielen Dank für diesen engagierten Einstieg. Ich muss sagen, hier ist Energie im Raum, das macht mir Spaß. Vielen Dank, Herr Özdemir, für die Einführung, meine Damen und Herren. Ich lese zwar nur unregelmäßig Taz, aber dafür öfter Twitter. Deshalb ist mir auch nicht entgangen, dass es schon im Vorfeld eine lebhafte Diskussion zu meiner Einladung gab. Ein Tweet lautete, ich zitiere, Zwetschge zu Verkehrspolitik einladen, da könnte man ja auch Trump zum Thema Frauenpolitik reden lassen. Aber sagen wir mal so, Anfang des 20. Jahrhunderts wurden Daimler-Fahrer sogar in Süddeutschland noch mit Flinten beschossen, aus Angst vor der Kutsche ohne Pferd. Im Vergleich dazu denke ich, dass unsere Diskussion heute zu Kutschen ohne Emissionen sicherlich konstruktiver werden wird. Was die Befürchtung zu meiner Rolle hier angeht, möchte ich betonen, ich bin nicht gekommen, um diese Bühne hier für eine Werbeshow zu missbrauchen oder mich im Wahlkampf einzumischen. Ich bin hier, weil mich hier Bundesvorstand eingeladen hat, über den Tagesordnungspunkt Energie- und Verkehrswende zu reden. Das möchte ich gerne tun. Deshalb danke ich Ihnen für das Dialogangebot. Ich glaube, wenn heftig gestritten wird, ob man miteinander sprechen darf, dann ist es vielleicht der beste Beleg dafür, dass man miteinander sprechen sollte. Der Antrag zur Energie- und Verkehrswende Ihres Bundesvorstandes bietet jedenfalls eine Menge Gesprächsstoff. Da heißt es zum Beispiel, die Automobilwirtschaft hat nur dann eine Zukunft, wenn sie Fahrzeuge entwickelt, die kein CO2 verursachen. Meine Damen und Herren, das wird manche von Ihnen vielleicht überraschen, aber ich stimme dem ausdrücklich zu. Abschluss und Inkrafttreten des Pariser Klimaabkommens sind auch aus meiner Sicht wichtige Erfolge der internationalen Staatengemeinschaft. Die Welt hat sich damit auf den richtigen Weg gemacht. Denn die Dekarbonisierung der Industriestaaten ist notwendig. Und ja, auch die Autoindustrie wird ihren Beitrag dazu leisten. Klar ist, dass der Autobestand aufgrund der weltweiten Nachfrage weiter steigen wird. Deshalb ist genauso klar, dass wir die Emissionen jedes einzelnen Fahrzeuges weiter senken müssen. Wir stellen uns unserer klimapolitischen Verantwortung. Neben dem unfallfreien Fahren ist das emissionsfreie Auto der Kern unserer Unternehmensstrategie, und zwar schon lange. Dem ersten Ziel sind wir mittlerweile schon sehr nahe. Und ich habe keinen Zweifel, dass uns das auch beim zweiten gelingen wird. Falls Sie also erwarten, dass ich Ihnen heute erzähle, warum der Verbrenner auf alle Zeiten unersetzlich bleibt, muss ich Sie enttäuschen. Was die Ziele betrifft,
gibt es mehr Übereinstimmung zwischen Ihrer Partei und unserer Branche, als manche auf beiden Seiten wahrhaben wollen. Natürlich, wer meint, der Erfinder des Automobils sei die Wurzel allen Übels, der hat womöglich nicht gemerkt, dass Daimler schon seit knapp 10 Jahren Elektroautos im Programm hat. Und wer die hiesige Automobilindustrie grundsätzlich für Schnarchnasen hält, der hat vielleicht übersehen, dass in Westeuropa bereits gut jeder zweite Elektro-Pkw aus deutscher Produktion stammt. Aber damit kann ich umgehen. Ich bin seit 40 Jahren im Geschäft und ich habe in dieser Zeit kein Jahr erlebt, in dem es nicht hieß, die deutsche Autoindustrie hat alles verschlafen. Bemerkenswert ist dabei nur, dass einer von 100 Menschen auf der Welt einen deutschen Pass hat, aber gut 20 von 100 Autos weltweit einen deutschen Markennamen. Dabei ist allen Beteiligten eines bewusst. Technologische Paradigmenwechsel sorgen oft dafür, dass der bisherige Platzhirsch einer Branche abgelöst wird. Aber wir haben alles, was wir brauchen, um diese Statistik zu schlagen. Und wir werden alles daran setzen, dass uns das auch gelingt. Heute geht es längst nicht mehr darum, ob wir mit alternativen Antrieben loslegen. Die Frage ist, wie sorgen wir dafür, dass der Markt endlich einen großen Stil Fahrt aufnimmt? Aus meiner Sicht kommt es vor allem auf 3 Punkte an. Erstens, wir werden deutlich mehr Geld in die Hand nehmen. Zweitens, wir wollen mehr verändern als nur den Motor. Und drittens setzen wir auf das Prinzip, alternative Antriebe müssen attraktive Antriebe sein. Und dafür gibt es jetzt eine Fülle an technischen Möglichkeiten. Fangen wir mit den Investitionen an. Hier ist die erste Botschaft. Der Verbrennungsmotor muss seine Abschaffung selbst finanzieren. Auch wenn Tesla nun erstmal in einem Quartal schwarze Zahlen geschrieben hat, E-Mobilität wird nur dann erfolgreich, wenn Hersteller dauerhaft nicht mehr darauf angewiesen sind, an den Finanzmärkten oder gar beim Steuerzahler die Hand aufzuhalten. Gleichzeitig ist klar, wenn Elektroautos endlich über ihren homöopathischen Marktanteil hinauskommen sollen, dann schaffen wir das nicht mit homöopathischen Investitionen. Im Ergebnis haben wir seit Jahren die klassische Henne-Ei-Debatte. Kommen die Kunden erst, wenn richtig investiert wird, oder investiert man lieber erst, wenn die Kunden kommen? Unsere Antwort sieht so aus. Daimler investiert aktuell 3 Milliarden Euro in die weitere Optimierung des Verbrennungsmotors. Mehr als 10 Milliarden fließen in den nächsten Jahren in den Ausbau unserer Elektroflotte. Bis 2025 bringen wir damit 10 neue Elektroautos auf den Markt. Und der Anteil an Investitionen in Zukunftstechnologien wird bei Daimler insgesamt deutlich weiter steigen. Wir stecken allein in die Batterieproduktion für Elektroautos 1 Milliarde Euro. Vor 3 Wochen war der Spatenstich für unser zweites Batteriewerk in Sachsen. Ein Deutschland ohne starke Automobilindustrie mag dennoch für manche eine Wunschvorstellung sein. Damit muss ich leben. Aber diese Skeptiker müssen damit leben, dass die Autoindustrie der mit Abstand bedeutendste Industriezweig Deutschlands ist. Und es ist gut, wenn das so bleibt. Denn so entstehen die Gewinne und die Ideen, um die automobile Energiewende zu stemmen. Allein in unserem Entwicklungsbereich bei Daimler arbeiten mehr als 15.000 Kolleginnen und Kollegen. Ich habe großes Vertrauen in deren Fähigkeiten. Insgesamt bietet unsere Branche fast 800.000 Menschen in Deutschland gute Arbeit und leistet damit einen Beitrag zur Integration und sozialem Frieden. Gerade die Erfahrungen Baden-Württemberg zeigen, wer Hand in Hand arbeitet, kann auch Tür an Tür leben. Und ich rede hier nicht über den sozialen Frieden zwischen Herrn Kretschmann und mir. Dabei hat unsere Branche längst verstanden, das größte Risiko für Arbeitsplätze wäre ein Festhalten am Status quo. Das etablierte Mobilitätssystem in Frage zu stellen, war schließlich unser Startpunkt bei der Erfindung des Automobils vor 130 Jahren. Diese Einstellung ist heute stärker denn je. Und damit wird sich die Automobilindustrie bis 2030 mehr verändern, als wir uns das hier alle im Jahr 2016 vorstellen können. Und das ist mein nächster Punkt. Wir stehen vor einem fundamentalen Wandel, der weit über neue Motoren hinausgeht. Wer glaubt, Mobilität werde dadurch nachhaltig, dass wir eine Antriebsform zu einem Stichtag X verbieten, der springt entschieden zu kurz.
Heute kann doch niemand mit Gewissheit sagen, wann Elektroautos inklusive Plug-in-Hybriden bei den Neuwagen die absolute Mehrheit haben werden. Einige Studien erwarten das für 2025, andere erst für 2040. Aber das ist nebensächlich. Anstatt lange zu diskutieren, wann genau wir ankommen, geht es darum, das Tempo zuzulegen, beim Tempo zuzulegen, zu beschleunigen. Und mein Punkt ist, unterwegs sollten wir alle verfügbaren Mittel zur schnelleren Dekarbonisierung nutzen. Dafür ist die Elektrifizierung des Antriebs der zentrale Hebel. Aber bis der in der Breite wirkt, können wir noch sehr viel mehr tun. Zumal wir wissen, auch gegenüber Elektroautos gibt es berechtigte Kritik. Von der Herstellung der Batterien bis zur Frage mancher NGOs, wie grün ist ein E-Auto wirklich, solange der Strom auch aus Kohle gewonnen wird. Schon deshalb sind Verbrenner in der Übergangszeit ein Teil der Lösung. Insbesondere moderne Diesel, denn sie stoßen deutlich weniger CO2 aus als aktuelle Benziner. Gleichzeitig kann ich mir vorstellen, was Herr Rech von der Deutschen Umwelthilfe vorhin zum Thema Stickoxide gesagt hat. Ich will jetzt, und wir können in der Diskussion nochmal darauf eingehen, nur hinzufügen, was seine eigene Organisation gemessen hat. Der Mercedes E220 Diesel unterbietet auch im realen Betrieb den Euro 6 Grenzwert für Stickoxide und erfüllt damit zukünftige RDE-Vorgaben heute. Dieses Auto ist heute verfügbar, genau wie die 8 Plug-in-Hybride, die wir bei Mercedes aktuell im Angebot haben. Auch die leisten ihren Beitrag schon jetzt. Ein weiterer Stellhebel sind E-Fuels, also synthetische klimaneutrale Kraftstoffe. Sie könnten helfen, den heutigen Fahrzeugbestand sogar nachträglich sauberer zu machen, lange bevor eine global flächendeckende Ladeinfrastruktur realistisch ist. Schließlich sind weltweit mehr als 1,2 Milliarden Autos mit Verbrennungsmotor unterwegs. Und nicht nur in Ländern wie Indien wird es noch viele Jahre so bleiben. Wer also nur die deutsche Brille aufhat, sieht nicht das ganze Bild. Und auch jenseits des Antriebs gibt es wirksame Mittel, um Emissionen weiter zu reduzieren. Allen voran autonomes Fahren, Shared Mobility und vor allem digitale Vernetzung. Jeder einzelne Baustein hat das Potenzial, unsere ganze Industrie auf den Kopf zu stellen. Aber unsere Aufgabe besteht darin, diese vier Linien intelligent zu verknüpfen und damit die Zukunft zu gewinnen. Das Modewort dafür, mit dem derzeit jeder Unternehmensberater in der Autoindustrie hausieren geht, heißt Mobility Ecosystem oder in schlichtem Deutsch Ökosystem. Das zeigt einmal mehr, dass viele Ideen der Grünen mittlerweile Mainstream sind. Ein Beispiel. Das stationsunabhängige Teilen von Autos ist heute schon in vielen Städten selbstverständlich. Mit Car2Go sind wir dabei seit 2009 Vorreiter. Heute sind 2 Millionen Kunden damit unterwegs, etliche elektrisch. In den letzten 3 Jahren wurden mit unserer Car2Go-Flotte über 35 Millionen lokal emissionsfreie Kilometer zurückgelegt. Auch die oft geforderte Verknüpfung der Verkehrsträger nimmt dank Digitalisierung längst Fahrt auf. Alle 2 Sekunden wird über unsere App Moovil ein ÖPNV-Ticket verkauft. Das ist gut, nicht nur, weil Daimler der weltgrößte Bushersteller ist. Neben dem selbstfahrenden Bus wird auch das selbstfahrende Auto kommen. Es wird nicht nur emissionsfrei unterwegs sein, sondern viele neue Möglichkeiten bieten, über Sicherheit und Komfort hinaus. Wenn Autos wirklich bedarfsgerecht angefordert werden, kann das beispielsweise dazu beitragen, den Verkehr in Städten erheblich zu reduzieren. Und die Digitalisierung verändert auch den Güterverkehr. 2000 Tonnen Kies lassen sich weiterhin am besten mit dem Güterzug transportieren, keine Frage. Aber wenn die Deutschen vor Weihnachten täglich 10 Millionen Pakete im Internet bestellen, können die nicht per Bahn bis zur Haustür geliefert werden. Deshalb entwickeln wir intelligente Logistikkonzepte mit elektrischen Transportern und einer vernetzten Lieferkette, in der auf der letzten Meile oder im letzten Kilometer dann sogar auch Lieferdrohnen zum Einsatz kommen können. Meine Damen und Herren, der springende Punkt ist, von Carsharing über Mobility-Apps bis zum autonomen Fahren. Was heute möglich ist, hatte vor 14 Jahren fast keiner auf dem Schirm. Genau deshalb bin ich zuversichtlich, was die Innovationskraft unserer Ingenieure betrifft. Und deshalb bin ich überzeugt, wir kommen weiter, wenn sich Politik auf die Vorgabe realistischer und verbindlicher Ziele beschränkt und den Weg zu ihrer Erreichung der Wissenschaft, den Unternehmen und vor allem den Kunden überlässt. Und damit sind wir beim dritten Punkt, Faszination. Das war ein Erfolgsrezept des Verbrenners.
Und die Faszination für neue Technologien können wir auch nutzen, um ihn abzulösen. Anfang des 20. Jahrhunderts hatten E-Autos zum Beispiel in den USA einen Marktanteil von fast 40%. Bereits 1930 war das E-Auto aber nur noch eine Randerscheinung. Und mehr als 250 unabhängige, innovative Autohersteller waren wieder von der Bildfläche verschwunden. Warum? Weil der Verbrenner für die Menschen praktischer, leistungsfähiger und billiger war. Und ich bin überzeugt, wenn die automobile Energiewende ein Erfolg werden soll, dann nicht, indem wir den Verbrenner politisch schlechter stellen, sondern den Elektroantrieb attraktiver machen. Dreh- und Angelpunkt dieser Überzeugung sind die Kundinnen und Kunden. Die sind für Unternehmen, was Wählerinnen und für Wähler für Parteien sind. Sie können zwischen Alternativen wählen. Wer sie für sich gewinnen will, der muss überzeugen, besser noch begeistern, mit einem wettbewerbsfähigen Angebot. Und mir bricht kein Zacken aus der Krone, wenn ich sage, hier hat Elon Musk sicherlich Pionierarbeit geleistet. Er hat die Wahrnehmung des Elektroautos verändert. Weg vom Verzichtmobil hin zum begehrenswerten Produkt. Nur fürs Protokoll, Daimler hat sich schon vor Jahren mit einer Anschubfinanzierung bei Tesla engagiert und vom Know-how-Transfer haben beide Unternehmen profitiert. Denn eines hat sich mit den neuen technischen Möglichkeiten nochmal verstärkt. Autobau ist Zehnkampf. Wer auf Dauer vorne sein will, der muss viele Disziplinen beherrschen. Markantes Design, wettbewerbsfähige Reichweite sind bei E-Autos entscheidend. Aber genauso sind es Qualität, Sicherheit, Service, Vernetzung und auch Verfügbarkeit durch ein globales Produktionsnetzwerk. In einigen dieser Disziplinen sind wir jetzt seit Jahrzehnten stark. Das können wir auf Basis unserer heutigen Finanzkraft weiter ausbauen. In anderen Disziplinen lernen wir, wie jeder Hersteller, ständig dazu. Dazu braucht es Innovationskraft, Neugier und den Willen zur Veränderung. Und auch das bringen wir mit. Deshalb, Daimler setzt auf Elektroautos, die Kunden aus eigenem Antrieb kaufen wollen und nicht kaufen sollen. Und wir stellen uns diese Aufgabe mit Begeisterung, weil auch wir begeisternde E-Autos bauen wollen, nicht weil wir sollen. Nun fragt sich der eine oder andere vielleicht, schön und gut, aber warum erst jetzt? Faire Frage, klare Antwort. Jetzt ist technisch der Stand erreicht, um Elektroautos zu entwickeln, die dem Verbrenner in puncto Reichweite kaum noch unterlegen und in puncto Fahrspaß sogar überlegen sind. Jetzt hat die Zelltechnologie einen Stand erreicht, den Experten vor wenigen Jahren für physikalisch unmöglich noch gehalten haben. Jetzt bewegt sich etwas beim Thema Infrastruktur und damit kommt auch endlich Bewegung in den Markt. Jetzt ist die Zeit von fundamentalen Umbrüchen und damit auch von riesigen Chancen. Und als Ingenieur kann ich mir keine spannendere Aufgabe vorstellen, als diese Möglichkeit in wirklich faszinierende Fahrzeuge zu übersetzen. Meine Damen und Herren, eine Chance, die sich aus diesem Umbruch ergibt, hat nichts mit Technik zu tun. Aber sie ist von genauso großer Bedeutung. Das alte Lagerdenken zwischen vermeintlich fortschrittsfeindlichen PS-Fetischisten auf der einen Seite und freudlosen Anti-Auto-Ökos auf der anderen wird von der Realität überholt. Das ist gut so. Denn die Transformation, vor der die Autobranche steht, betrifft unser ganzes Land. Da kann sich niemand wegducken und niemand mit dem Finger auf andere zeigen. Weil dem so ist, meine ich, dass wir nicht nur der Umwelt einen besseren Dienst erweisen, wenn wir alte Feindbilder hinter uns lassen, miteinander statt gegeneinander arbeiten. Für einen tragfähigen Mobilitätskonsens müssen beide Seiten liefern. Auch jenseits der Verkehrspolitik brauchen wir gerade heute mehr denn je alle fortschrittlichen Kräfte, die nicht dem populistischen Irrtum unterliegen, man könnte das Rad der Zeit zurückdrehen. Dementsprechend setze ich vor allem auf einen Satz aus Ihrem Antrag. Wir Grüne wollen, dass Deutschland vorangeht. Über den Weg können wir gerne weiter diskutieren. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Zetsche, für Ihren Gastbeitrag. Wir kommen ja jetzt zu der angekündigten Diskussionsrunde. Hier müssen ein paar Umbauten vorgenommen werden. Herr Zetsche wird diskutieren mit Regine Günther vom WWF Deutschland. Sie leitet da den Fachbereich Klimaschutz und sie ist eine profilierte Kennerin der Klima-, Energie- und Verkehrspolitik.
Und wir haben hier für die Diskussion gewinnen können Barbara Lochbieler. Sie sitzt für uns im Europaparlament, macht dort Menschenrechtspolitik, ist außen- und menschenrechtspolitische Sprecherin der Grünen Fraktion im Europäischen Parlament. Und bevor wir sie ins Europaparlament geschickt hatten, war sie Vorsitzende von Amnesty International, also eine sehr gute Kennerin von Menschenrechtspolitik. Und die werden diese Diskussion jetzt gleich bestreiten. Sie wird moderiert werden von Frederik Lanzhöft. Seit Oktober 2011 ist er Sprecher der BAG Globale Entwicklung und seit 2013 Sprecher des Sprecherinnenrats aller BAG. Und bevor wir dazu kommen, will ich nur, damit es dann auch gleich flüssig weiterlaufen kann, ankündigen, wer im Anschluss an die Diskussion hier weit sprechen wird in unserer Debatte. Zunächst haben wir gezogen Susanne Menge vom Stadtverband Oldenburg und dann Wiebke Brems aus Gütersloh. Wir beginnen mit der Diskussion. Bitte schön. Ja, hallo. Hört man mich? Hört ihr mich? Nee, ich habe hier. Hört ihr mich jetzt? Okay. Genau, damit können wir zur Podiumsdiskussion. Herr Zetsche, es gibt seit längerem eine Debatte bei uns Grünen über unser Verhältnis zur Wirtschaft. Ist die Wirtschaft und wenn ja, wer in der Wirtschaft ist Bündnispartner für grüne Ziele? Oder wer ist eventuell auch Gegner auf dem Weg zu einer ökologischen und sozialen Wirtschafts- und Produktionsweise? Darum erst einmal danke, dass Sie sich der Debatte und dem Dialog heute mit uns stellen. Vielen Dank auch an Regine Günther vom WWF, dass Sie mit uns debattieren und Barbara. Ich glaube, ich muss dich nicht vorstellen. Der eng getaktete Ablauf der BDK erfordert es leider, dass wir nur kurze Zeit für die Diskussion haben. Darum bitte ich auch alle Diskutantinnen um kurze und knackige Antworten. Vielleicht zum Einschlag, Herr Zetsche, eine Frage, die vom Herrn Resch auch aufgeworfen worden ist. Er hat angekündigt, dass in den nächsten Tagen neue Werte und illegale Praktiken von deutschen Automobilherstellern veröffentlicht werden. Sprach von einem Autobauer im Süden. Muss Daimler sich jetzt Sorgen machen? Wir sind in der Diskussion seit 13 Monaten, seit der IAA in Frankfurt. Und es sind sicherlich viele Dinge dort zum Vorschein gekommen, die alles andere als erfreulich sind, ohne jede Einschränkung. Was ein Kernproblem ist in den Diskussionen, die wir jetzt führen, ist, dass wir eine Gesetzeslage hatten, die einen sehr kleinen Teil des tatsächlichen Einsatzes der Autos beschrieben hat und dafür Vorgaben gemacht hat. Die werden nahezu durchgängig eingehalten und der Rest ist nicht definiert. Und genau in diesem Bereich sind Interpretationsspielräume gegeben, die keinem guttun. Und deswegen begrüßen wir außerordentlich, dass wir mit der zukünftigen WLTP-Gesetzgebung einerseits, die den Verbrauch betrifft, und andererseits RDE, die einen viel, viel breiteren Rahmen definiert, in dem bestimmte Werte einzuhalten sind, diese Unsicherheiten hinter uns lassen. Das ist für alle gut. Wir unterstützen die schnellstmögliche Einsetzung dieser Vorgaben und dann werden wir alle besser dastehen. Okay. Herr Zetsche, danke. Ich würde das jetzt einfach mal so stehen lassen und direkt zum nächsten Komplex kommen. Wir werden ja sehen, was dann in den nächsten Tagen und Wochen da erscheint. Thema E-Mobilität. Sie haben es eben noch mal gesagt, dass Sie ab spätestens 2025 Ihren Mitkonkurrenten die Rücklichter zeigen möchten in Sachen E-Mobilität. Sie haben auch mal gesagt, egal ob Sie aus Bayern oder aus Kalifornien kommen. Gleichzeitig haben Sie aber auch gesagt, dass es in dem Jahr 2025 immer noch 75% Ihrer Flotte oder Ihrer Neuwagen mit Benzin oder Diesel betrieben werden. Wie passt das zusammen? Wie wollen Sie so die Marktführerschaft erreichen? Ich glaube, dass niemand auf diesem Globus heute verlässlich vorhersehen kann, mit welchem Steigungswinkel die Substitution von Verbrennungsmotoren mit Elektrofahrzeugen stattfinden wird. Ganz vorbehaltlich möglicher zusätzlicher Innovationen, die wir heute auf dieser Zeitstrecke noch nicht kennen. Und was für uns wichtig ist, dass wir uns darauf einstellen, dass wir davon ausgehen, dass maßgebliche Teile verändert werden, substituiert werden. Und jetzt haben wir mal als Richtwert gesagt, wir glauben in 25 sind es 15-25% vollelektrisch und weitere 25% Hybrid zusammen dann an die 50%. Das kann falsch sein. Es können mehr sein, es können weniger sein. Entscheidend ist, dass wir die Produkte entwickeln, die diese Entwicklung ermöglichen und dass wir sie in Fabriken fertigen, in denen wir flexibel dann reagieren können und wenn es mehr wird, auch aus diesen Fabriken mehr Fahrzeuge absetzen können in diesem Zeitraum, dann sind wir gut dabei. Vielen Dank, Herr Zetsche. Trotz allem hört sich das natürlich noch sehr wenig an und vor allem werden Sie so mit Sicherheit nicht das Ziel, das wir jetzt heute auch hier beschließen wollen, erreichen, ab 2030 gar keine Verbrennungsmotoren oder keine Verbrennungsmotoren mehr auf die Straße zu bringen. Frau Günther, der WWF ist Mitglied der Klimaallianz und arbeitet ganz strategisch mit Unternehmen zusammen, um sie auch herauszufordern, wie Ihr eigener Vorstand das sagt. Was sind denn Ihre Erfahrungen? Haben die deutschen Unternehmen und haben die großen Konzerne wie eben Daimler ohne die, und das muss man ja dazu sagen,
der sozial-ökologische Wandel auch nicht funktionieren wird. Haben diese Unternehmen wirklich verstanden, dass der Klimaschutz bei Ihnen selber anfängt? Naja, ich bin ehrlich gesagt sehr froh, was wir heute gehört haben. Ich fand es Fortschritte, was Sie gesagt haben, dass Sie sagen, Sie erkennen Paris an, Dekarbonisierung ist richtig. Und mit Dekarbonisierung geht ja nicht einher, dass wir es 2300 machen, sondern bis 2050 ganz dekarbonisiert sein wollen. Das erfordert einen sehr strikten Zeitverlauf. Und dieser Zeitverlauf heißt Geschwindigkeit. Und ich glaube, das ist der Dissens, der da noch besteht. Die Geschwindigkeit, die ich aus Ihrer Rede rausgehört habe, ist mir nicht genug. Und meines Erachtens ist sie nicht nur nicht genug. Was die Politik vorgibt, sondern auch, was ihre Konkurrenten im Ausland vorgeben. Ich habe ein paar Zahlen mitgebracht, das muss die Automobilindustrie aus China aufrütteln. Ich sehe nicht, dass die deutschen Autobauer vorne sind. Im laufenden Jahr wurden in China 300.000 reine Elektrofahrzeuge zugelassen. In den USA nur ein Drittel, 100.000. In Deutschland 9.000. Das heißt, wir sind ganz hinten augenblicklich. Es ist eine Aufholjagd und ich glaube, da muss sehr viel mehr passieren, auch an Willen. Wir brauchen politische Leitplanken und deshalb unterstützen wir vom WWF nachdrücklich das Ziel 2030 muss Schluss sein mit neuen Diesel- und Fahrzeugen und Benzinern. Darf ich noch einen Satz sagen zu Dialog? Ich glaube, wir brauchen den Dialog. Wir brauchen ihn schnell, wir brauchen ihn umfassend. Die Wirtschaft muss umgestaltet werden. Aber zu Dialog gehört auch eine Dialogfähigkeit. Als das erste Mal dieses Ziel 2030 aufgerufen wurde, war die erste Reaktion, die ich wahrgenommen habe vom VDA-Präsidenten Wissmann, dass er die Menschen diffamiert hat mit die Verbotsschildfraktion. So steigen wir nicht in einen Dialog ein. Wir müssen das auf Augenhöhe machen. Vielen Dank. Eine ganz, ganz kurze Reaktion. Ja. Nur eine ganz kleine Information: Von den zitierten Elektroautos in China ist etwa die Hälfte knapp von zwei Herstellern produziert. Das eine ist Bike, das ist unser Kooperationspartner, an dem wir Bike Motors beteiligt sind. In China das andere ist BYD, das ist unser Kooperationspartner, mit dem wir gemeinsam für China das Fahrzeug Denza als Elektrofahrzeug mit 300 Kilometer Reichweite entwickelt haben. Gut. Ja, also dann vielleicht noch mal ganz kurz im Anschluss daran. Also letzte Woche hat ja China die Elektroquote für Autos angekündigt. Das hat die Automobilindustrie in helle Aufregung versetzt. Auch der VDA-Präsident Wissmann hat gesagt, oder hat gesprochen von einer Diskriminierung deutscher Hersteller, wahrscheinlich weil sie nicht genug Elektromobilität sind, fit genug sind in dem Bereich. Sind das denn jetzt unfaire Handelspraktiken oder verpasst China Deutschland da gerade den internationalen Anschluss? Also, ich möchte nicht ausdehnen, aber ganz kurz, wenn wir von den 25% als eine Annahme, es kann anders kommen, sprechen, dann ist es marktbestimmt. Und dann muss man davon ausgehen, wir sprechen von weltweiten Entwicklungen, nicht von Deutschland. Und da gehört auch Länder dazu, in denen es völlig illusorisch ist, eine Infrastruktur in kürzerer Reichweite aufbauen zu können, um es überhaupt zu ermöglichen, elektrisch zu fahren. Und das gehören auch Länder, in denen jedes Elektroauto, was einen Verbrenner ersetzt, die Ausstoß an CO2 erhöht, weil der Strom, der dafür eingesetzt wird, mehr CO2 produziert, als das Auto selbst dann im Vergleich zum Dieselmotor sparen kann. Also insofern, wir müssen die ganze komplexe Welt sehen, wir sind auf der ganzen Welt präsent und wir sind absolut überzeugt, wie vorhin angesprochen, wir haben extrem gute Ingenieure. Wir haben die richtigen Ziele gesetzt. Wir wollen in der Elektromobilität vorne sein, weltweit. Und das werden wir erreichen. Und wie stark die Kunden darauf generell ansprechen, das werden wir dann miteinander sehen und alles dafür tun. Okay, vielen Dank. Das müssen wir leider so stehen lassen. Frau Günther, Sie können sonst noch mal in der Abschlussrunde darauf reagieren. Wir müssen zum nächsten Punkt kommen. Rüstungsexporte. Das hat auch hier in der Partei viele sehr umgetrieben. Herr Zetsche, Daimler engagiert sich, das muss man ja sagen, in der Flüchtlingsfrage sehr stark. Sie haben Hilfskonvois nach Syrien finanziert, Welcome-Fonds, Deutschlandkurse, haben da viel Geld reingesteckt, also Sie machen da wirklich viel. Aber gleichzeitig wird Ihnen vorgeworfen, selber zu den Fluchtursachen beizutragen, etwa durch den Export von Unimogs und Panzertransporter nach Saudi-Arabien und Katar. Also
Regimen, die diktatorischen Regimen, die die Menschenrechte mit Füßen treten und Kriege wie zum Beispiel im Jemen führen. Also man könnte auch sagen, sie liefern die Logistik des Krieges und der Unterdrückung. Ist dann Ihr großes Engagement in der Flüchtlingskrise nur ein Herumdoktern an Symptomen, die Ihre eigene Unternehmenspolitik mit verursacht hat? Also, zu den Fakten. Wir haben im letzten Jahr beispielsweise etwas über 500.000 Trucks verkauft, LKWs verkauft. Darunter waren etwas weniger als 3.500 LKWs, die im verteidigungsmilitärischen Einsatz, nennen Sie es wie Sie wollen, dorthin verkauft wurden. Weit überwiegend an deutsche oder Verteidigungspartner in der Welt. Wenn es in dritte Länder geht, dann ausschließlich durch den Exportausschuss und die entsprechenden Kontrollgremien genehmigt von Bundesaußenministern, ob die Joschka Fischer früher oder Steinmeier heute heißen, genehmigt. Und die Rahmen, wohin es richtig ist, Fahrzeuge, die keine Waffen tragen, sondern die in erster Linie die Insassen schützen, durch entsprechende Panzerung zu liefern, muss die Politik definieren. Das ist für uns die Maßgabe und daran orientieren wir uns. Aber da hast du eine kurze Nachfrage. Soweit ich weiß, ist es ja nicht so, dass die Bundesregierung Sie beauftragt, diese Verträge mit den Staaten Saudi-Arabien und Katar abzuschließen, sondern Sie müssen da sehr viel Akquise machen und diese Verträge aufrufen und dann entscheidet erst die Bundesregierung über die Exporte. Das ist sicherlich richtig, dass die Bundesregierung die nicht verkauft, aber Sie können sich auch vorstellen, wenn wir von 3.500, von 500.000 LKW sprechen, dass wir schon im Eigeninteresse den Aufwand dort sehr in Grenzen halten werden. Wir bauen diese Autos, damit zum Beispiel unsere Soldaten, wenn sie in Afghanistan sind, besser geschützt sind, wenn sie dort unterwegs sind. Und die stehen dann auch zum Verkauf in der Stückzahl, die ich genannt habe. Wir können darüber uns lange unterhalten. Ich glaube, es ist ein relativ kleines Thema. Barbara Lochbieler, ist das ein kleines Thema? Ist das Mikro an? Mikro. Danke. Also erstmal ist es wirklich gut, dass Sie sich um Flüchtlinge kümmern, aber es darf kein Aufrechnen geben bei der Kritik, dass auch Sie Exporte liefern, also quasi die Infrastruktur von Kriegen. Und ja, ich glaube, damit kommen Sie auch in einen krassen Gegensatz zu Ihren eigenen internen ethischen Grundsätzen. Ich gebe ein Beispiel, 2009, 2010 haben Sie eben diese Panzertransporter, diese LKWs auch an Gaddafi Libyen geliefert und genau mit selben wurden 2011 Aufständische in Benghazi bekämpft. Und wenn wir auf das letzte Jahr schauen, in 2015, Sie haben ja nur vom Umfang gesprochen, auch 2015 haben Sie geliefert an Länder wie Saudi-Arabien. Seit März 2015 führt Saudi-Arabien eine Offensive gegen den Jemen, gegen die Houthi-Rebellen mit 2,5 Millionen Binnenvertriebenen, Zehntausenden von Toten. Saudi-Arabien setzt Streubomben ein und es gibt einen Trend an Kriegsverbrechen dort, dass vermehrt Schulen, Märkte und Krankenhäuser bombardiert werden. Und ja, LKWs sind keine Flugzeuge. Aber Riad arbeitet derart eng zusammen mit der jemenitischen Regierung, dass wir auch davon ausgehen müssen, dass auch gelieferte LKWs in den Besitz der jemenitischen Armee kommen können. Und es ist bekannt, dass alle möglichen saudischen Waffen auch in die Hände des sogenannten Islamischen Staats kommen. Deshalb verlangen wir hier, dass es nicht bei den freiwilligen Selbstverpflichtungen auch ihre eigenen Regeln kommt, sondern zu Verbindlichkeit. Wir brauchen Verbindlichkeit, aber auch in der Politik. Okay. Wir haben Rüstungsexportrichtlinien auch auf EU-Ebene, die sind aber noch viel zu lasch. Wir haben das erste Mal, jetzt nochmal bei Saudi-Arabien zu bleiben, erst im Februar dieses Jahres im Europäischen Parlament zum ersten Mal ein Waffenembargo überhaupt zu Saudi-Arabien gefordert, weil es keine politischen Mehrheiten gab. Also hier brauchen wir auch in der Politik noch klarere Vorgaben. Zum letzten Punkt. Also diese LKWs und Unimox, die für militärische Zwecke genutzt werden können, sind 3% Ihres Umsatzes, also relativ wenig. Und ich finde das sehr gut, dass Sie Ihre Anteile an Airbus Group, dem zweitgrößten Rüstungskonzern Europas 2013, verkauft haben. Und ich finde es eigentlich gut, wenn Sie sich überlegen, dass Sie dann auch diesen Restbestand an Rüstungsproduktion vielleicht doch der Konversion zuführen und so etwas nicht mehr produzieren. Danke. Danke, Barbara Lochbieler. Kurze
Kurze Frage, Herr Zetsche, darf ich ganz kurz einfassen? Barbara Lochbihler hat es ja gesagt, 0,3% ihres Umsatzes machen Rüstungsexporte aus. Soweit ich meine Informationen, das macht aber bei dem Jahresumsatz in 2015 von 150 Milliarden immer noch fast 500 Millionen. 500 Millionen richten weltweit einen großen Schaden an, aber 0,3 hört sich nicht viel an. Warum ist es so schwer, da auszusteigen? Also nochmal, es sind 3.500 Lkw im letzten Jahr gewesen. Und darunter sind in der Hauptsache Fahrzeuge, die unsere eigenen Soldaten im Ausland schützen, wenn sie dort vom Bundestag beschlossen, in einen Einsatz gehen. Es ist nicht unsere Aufgabenstellung und wir können das überhaupt nicht leisten, zu entscheiden, mit welchen Staaten wir welche Beziehungen haben. Wenn die Politik das entscheidet, ist es selbstverständlich für uns absolute Maßgabe. Es sind Einzelfällen wie beispielsweise Iran darüber auch hinausgegangen, als wir vor 6 Jahren über die Politik hinaus jegliche Beziehungen eingestellt haben. Aber im Grundsatz kann diese Aufgabe nur die Politik leisten, dass sie sagt, mit welchen Ländern wir unter welchen Randbedingungen welche Beziehungen haben können, und daran richten wir uns. Und dass wir jetzt aufhören, zum Beispiel geschützte Geländewagen zu bauen, in denen auch der Herr Martin Jäger in Kabul rumgefahren ist, weil man die gegebenenfalls auch woanders hin verkaufen kann, geht mir nicht in den Kopf, ist mir nicht einsichtig, da sind keine Waffen drauf. Wir bauen geschützte Fahrzeuge in verschiedenen Größen, in der Stückzahl, die ich genannt habe. Ja gut, aber es ging um die Länder, Saudi-Arabien ist nicht die Bundeswehr. Aber, ja, aber auch Saudi-Arabien entscheiden nicht wir, welche außenpolitische Beziehung Deutschland zu Saudi-Arabien unterhält. Okay, vielen Dank. Wir müssen die Runde leider abschließen. Danke, Herr Zetsche. Wir kommen jetzt leider schon zur Abschlussrunde. Bitte alle jetzt nochmal um eine knappe Antworten gebeten. Herr Zetsche, Gedankenspiel. Dezember 2017, eine neue Bundesregierung nimmt ihre Geschäfte auf und verkündet bis zum Jahr 2030 den Ausstieg aus, keine emissionsfreien Autos mehr zuzulassen und ein Rüstungsexportgesetz vorzulegen, dass alle Rüstungsexporte an Saudi-Arabien und keine Rüstungsexporte an Staaten wie Saudi-Arabien und Katar mehr zu erlauben. Was macht Daimler mit seiner Lobbymaschinerie? Abwehrschlacht oder setzen Sie sich an die Spitze des Fortschritts? Gut. Also erstens haben wir keine Lobbymaschinerie. Da vorne sitzt der Eckart, der kann Ihnen erzählen, wie viele Leute in seiner Abteilung arbeiten. Ich weiß nicht genau, aber das sind wahrscheinlich an 2 Händen abzuzählen. Ist auch ganz egal. Es geht darum, dass wir uns gegenseitig kennen, dass wir uns austauschen, denn wir können beide Informationen beitragen, die der andere erstmal nicht hat. Wenn man vor diesem Austausch Angst hat, dann muss mit der eigenen Position was schwierig sein. Ich glaube, es ist gerade in einer pluralistischen Gesellschaft ganz entscheidend, dass wir unterschiedliche Perspektiven, die auch extrem sein können, auf den Tisch legen und miteinander offen diskutieren können und uns gegenseitig darüber informieren. Und habe ich kein Problem, wenn eine Position sich von meiner deutlich unterscheidet. Ich unterstelle, dass das umgekehrt auch gilt. Und dann reden wir miteinander und versucht mal einen Weg zu finden, der die verschiedenen Perspektiven, die alle ihre Berechtigung haben, die alle letztendlich was Positives wollen, dann in einen Gleichklang bringt. Und für uns ist selbstverständlich die Regierung, die gewählt ist, dabei der Gesprächspartner. Wir haben in Baden-Württemberg ihr Szenario ja schon in Realita relativ klar heute als Ist-Situation. Und da sprechen wir natürlich in Stuttgart darüber, was wir machen können, damit es dort in der Stadt sauberer wird. Da sprechen wir über viele Dinge gemeinsam. Und da gibt es Punkte, wo wir uns nicht einigen können. Und vielen können wir zusammenarbeiten. Da kommt mehr bei raus. Und deswegen ist das der Weg, den ich begrüße. Vielen Dank, Herr Zetsche. Regine Günther, wo siehst du in der Industrie, aber auch ganz konkret in der Autoindustrie, Bündnispartner für die sozial-ökologische Wende? Gibt es da vielleicht auch unterschiedliche Gruppen innerhalb der Konzerne, vielleicht auch innerhalb von Daimler? Na, ich würde es jetzt hier nicht so differenzieren. Also ich glaube, was wichtig ist, die nächste Legislaturperiode, dass wir klare politische Rahmendaten brauchen, die setzen, wohin wir wollen. Wir haben es bei LED gesehen, es war der Untergang des Abendlandes, das Verbot der Glühbirne, und heute haben wir eine Beleuchtung mit LED, die fantastisch ist und eine wahnsinnige Innovation in dem ganzen Sektor möglich gemacht hat. Sowas stelle ich mir auch in der Autoindustrie dann vor. Nur, wir dürfen uns nicht nur auf politische Rahmensetzungen verlassen. Ich glaube in der Tat, wir brauchen einen strategischen Dialog mit
den Konzernen, ohne die Konzerne wird es nicht gehen, mit den Regierungen, aber auch mit der Zivilgesellschaft. Und dafür werbe ich. Wir müssen das zusammen mit der Wissenschaft machen. Wir müssen heute anfangen und nicht morgen. Danke, Regine Günther. Barbara Lochbieler. Klimakrise und Verkehrswende, Fluchtursachen und Menschenrechte achten. Kriegen wir das alles zusammen mit den Konzernen gelöst? Ja, also die Konzerne können Gegner und Partner sein von solchen großen Herausforderungen. Und wenn ich auf die Menschenrechte schaue, dann denke ich, brauchen wir in der Politik noch mehr verbindliche Regeln, an die sich die Unternehmen halten müssen. Wir sehen jetzt Selbstverpflichtungen, auch Daimler-Chrysler hält sich an OECD-Richtlinien und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte. Und das ist positiv, aber das ist ein Anfang. Und die Uni Maastricht hat letztes Jahr eine Studie gemacht und hat untersucht, die Unternehmen, denen Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden. Die hat es bewertet, ein Ranking gemacht, und da sind Unternehmen in Deutschland weltweit an der 5. Stelle. Also gibt es Handlungsbedarf. Und worum, um welche Art von Menschenrechtsverletzungen geht es? Zum Beispiel, dass insbesondere auch die Auto- und die Chemieindustrie beim Einkauf von Primärrohstoffen, zum Beispiel in Peru, Kupfer einkaufen. Wie wird dieses Kupfer abgebaut, dass zum Beispiel das Wasser verseucht und vergiftet wird und viele Menschen und die Umwelt dort zu Schaden kommen? Und ich denke, hier haben wir überhaupt die größte Lücke, die ganze Branche in der Autoindustrie, dass wenn sie einkaufen, dass sie da nicht nachschauen und beeinflussen können, dass es auch in dieser Lieferkette nicht zu Verletzungen kommt. Sie selber bei Daimler Chrysler? Aber du musst es wirklich zum letzten Satz bekommen. Gut, also ich kann Sie da nur auffordern, ich habe gelesen, welche Anschreiben Sie an Ihre Geschäftspartner machen, dass Sie das aber auch noch gründlicher einfordern. Und vielleicht ganz zum Schluss, welche Regeln brauchen wir in Deutschland? Wir brauchen auch Regeln, dass Unternehmen, die in ihrem eigenen Geschäftsgebaren Menschenrechte verletzen, dass sie verpflichtet werden, das unabhängig untersuchen zu lassen. Wir haben ein Beispiel, wo Daimler-Chrysler richtig reagiert hat. Das waren Fälle von 1976, wo die während der Militärdiktatur in Argentinien das Unternehmen Gewerkschafter ausgeliefert hat. Der Druck auf das Unternehmen war groß und hat 2004 eigentlich entschieden, das zu untersuchen. Und noch etwas, was wir nicht in Deutschland haben. Auch die Opfer von solchen Menschenrechtsverletzungen brauchen in Deutschland einen Rechtsanspruch, nämlich in dem Land, wo das Unternehmen den Sitz hat, hier auf Wiedergutmachung zu klagen. Okay, vielen Dank, Barbara Lochbieler. Vielen Dank Ihnen allen für das Gespräch. Vielen Dank auch Herrn Zetsche, dass Sie sich hier in der Diskussion gestellt haben. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frederik, für die Moderation. Vielen Dank, Herr Zetsche. Vielen Dank, Barbara Lochbieler. Regine Günther werden wir gleich noch hier mit einer Gastrede begrüßen dürfen. Wir setzen fort mit der Aussprache und wir hören jetzt Susanne Menge, im Anschluss Wiebke Brems und dann kommt der gesetzte Beitrag von Toni Hofreiter.